Ja, wir beschäftigen uns mit einem großen Mausohr, und zwar wie die Tiere untereinander Informationen, beispielsweise über Quartiere oder Jagdhabitate, weitergeben. Ja, wir haben miniaturisierte Tracker entwickelt, die wir den Tieren aufs Fell aufkleben. Und diese Tracker auf den Tieren, die kommunizieren dann untereinander. Und so bekommen wir quasi Informationen vollautomatisiert über soziale Kontakte zwischen den Tieren. Ja, Fledermäuse sind tatsächlich mein Leben. Also ich habe zum ersten Mal eine Fledermaus in der Hand gehabt im Studium, und davor konnte ich mir gar nicht so viel unter Fledermäusen vorstellen. Ja, das waren einfach Tiere, die man aus Büchern kennt. Aber ich kann einem versprechen, wenn man mal eine Fledermaus wirklich in der Hand gehabt hat, also dann verliebt man sich sofort, weil es sind einfach wahnsinnig faszinierende Tiere. Na, es gibt wahnsinnig viele einzigartige Dinge. Es sind die einzigen Säugetiere, die aktiv fliegen können. Sie benutzen Echoortung zur Orientierung. Sie sind nachtaktiv. Das macht sie auch ein bisschen mysteriös. Ja, und es gibt dann eben auch weltweit ganz viele Arten, die zentrale Funktionen in den Ökosystemen einnehmen. Also manche Tiere fressen Früchte, breiten damit Samen aus. Andere bestäuben Blüten, und die Tiere bei uns, die fressen natürlich Insekten und sind damit auch ganz wichtig, um zum Beispiel Schadinsekten zu reduzieren. Ja, tatsächlich verbringt man viel seiner Arbeitszeit nachts im Wald. Damit muss man auch klarkommen, aber mir macht es tatsächlich Spaß. Ja, also ich hoffe natürlich, dass wir rausfinden, dass die Tiere gezielt soziale Informationen in der sozialen Gruppe weitergeben. Also das geht hin zu dem Thema Kultur, auch beim Menschen. Das ist ja ein Begriff, der ist im Tierreich eher weniger verankert. Das ist sehr stark diskutiert, ob es das überhaupt gibt. Und wenn wir solche Hinweise finden würden bei Tieren, dass die eben kulturell Informationen weitergeben, dann wäre das natürlich eine Sensation, weil man das eben nur bei wenigen Tieren bisher in der Wildnis beobachten konnte. Na, dass man einfach im sozialen Kontext Informationen von Generation zu Generation weiterreicht. Und das wäre eben bei den Mausohren eine ideale Situation in den Wochenstuben. Also diese Kolonien, wo die erwachsenen Tiere, die Mütter, ihre Jungtiere zusammen aufziehen. Das wären quasi Situationen, wo die Mütter an die Jungtiere Informationen weiterreichen können. Und dann geht das eben von Generation zu Generation zu Generation weiter. Also die Tiere finden sich als Kulturfolger typischerweise in geräumigen Dachstühlen von großen Häusern. Also die Populationen waren in den 80er Jahren sehr, sehr niedrig, aber man hat deutschlandweit sehr intensive Schutzmaßnahmen ergriffen, und seitdem sind die Populationen tatsächlich auf dem aufsteigenden Ast und haben sich sehr, sehr, sehr gut erholt. Absolut, ja, absolut. Also wenn man die Quartiermöglichkeiten und die Jagdhabitate schützt, dann ist das Mauser eben ein perfektes Beispiel, wie sich Populationen auch schnell wieder erholen können.